Schwermetalle ausleiten, meine Anleitung hier. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte einfach mal so einen groben Überblick geben in diesem Video, wie funktioniert es, wie muss man eine Schwermetallausleitung machen, was muss man durchführen. Grundsätzlich mal, man braucht einfach mal einen Grundstatus. Das heißt, man kann nicht einfach rangehen und sagen, heute leite ich Schwermetalle aus, weil ich lustig bin, sondern wir brauchen Mineralstoffstatus, wir brauchen hier auch mal einen Entgiftungsstatus, um zu sehen, wie ist dieser Mensch eigentlich konstituiert, gibt es ausreichend Mineralstoffe oder läuft man Gefahr, dass man Mineralstoffe während der Schwermetallausleitung räubert. Des Weiteren müssen die Organe natürlich gesund sein, man braucht die ganz normalen Standardwerte, kleines Blutbild, Leber, Niere und so weiter. Dieses Ganze muss auch weitestgehend in Ordnung sein. Wenn man hier Abweichungen zieht, dann muss man sich hier die Frage stellen, ist jetzt gerade der richtige Moment für eine Schwermetallausleitung, verschiebt man das einfach nach hinten und macht hier einfach nicht Maßnahmen, damit der Mensch einfach in einen besseren Zustand kommt, damit er die Schwermetallausleitung dann besser wegsteckt. Wenn natürlich die Alarmglocken klingeln und der Mensch in einem ganz, ganz schlechten Zustand ist, dann muss man hier die therapeutische Abwägung machen. Schwermetallausleitung, wird ihm das gesundheitlich was bringen oder wird ihm gesundheitlich eher die Stabilisierung etwas bringen? Also das ist wirklich eine Profi-Entscheidung dann. Also wie gesagt, Status mal feststellen, wie sieht es aus? Dann brauchen wir einen Test mit einer geeigneten Substanz. Warum? Bitte machen Sie diesen Fehler nicht, dass Sie einfach rangehen und Koriander und weiß der Teufel was alles, Bärlauch und so weiter, man kennt es ja, Zeolit, Bentonit, dass Sie diese ganzen Sachen nehmen, ohne dass Sie wissen, was los ist in Ihrem Körper. Ja? Es ist ja ein Horror-Szenario oder ein Himmelfahrtskommando, dass wir über Schwermetalle sprechen. Also wenn Sie Schwermetalle schon in Verdacht haben, dann sprechen wir über die giftigsten, mit die giftigsten Substanzen für unsere menschliche Gesundheit. Ja? Und dann machen Sie bitte keinen Blindflug. Machen Sie keinen Blindflug und schlucken Sie irgendeine Substanz, sondern machen Sie mal bitte einen Test. Sie können einen Bluttest machen, der ist recht ungenau und nicht geeignet bei chronischen Schwermetallbelastungen. Oder Sie machen dann einen Provokationstest, so wie ich es in meinem kostenlosen Mini-Schwermetallkurs erkläre oder so, oder halt auf der Homepage oder was auch immer. Aber machen Sie bitte einen Test. Wenn Sie den Test gemacht haben und der geht eben einfach nur mit diesen Chelatsubstanzen, es gibt auch ungiftige Substanzen, also was heißt ungiftige, es gibt einfach sanftere Substanzen, können wir auch schon einen Schwermetalltest machen, aber wir brauchen einfach einen Test, wir müssen schauen, was kommt über den Urin raus und wenn Sie das dann wissen, dann brauchen Sie eben die geeignete Substanz, denn es kann ja durchaus sein, dass Sie eine Bleibelastung haben oder eine Quecksilberbelastung oder eine Chemotherapie durch hatten und dann haben Sie Palladium beispielsweise und der Witz ist, wir brauchen letzten Endes die geeignete Substanz für das geeignete Schwermetall und hier scheiden sich dann auch wieder die Geister, nicht einfach irgendwas machen, sondern halt zielgerichtet machen auf das Problem, was sie haben. Bei der Feuerwehr, da brennt es zwar, ja, aber dann suchen sie auch eben das geeignete Löschmittel heraus. Es ist zwar immer Feuer, aber den PKW werden sie anders ablöschen als eben eine alte Bauernstube, wo weitestgehend Holz drin ist. Also wichtiger Punkt. Scheiden sich auch wieder die Geister, ja, dann macht man eine Kontrolle nach einiger Zeit. Man legt fest, wie lange ist denn die Ausleitungszeit und dann wird kontrolliert. Und warum ist die Kontrolle eigentlich wichtiger als der Anfang? Weil diese schwermetallausleitenden Substanzen gehen nach und nach tiefer, tiefer, tiefer rein ins Gewebe. Und die Schwermetalle werden nun mal im Gewebe abgelegt. Die haben Sie nicht einfach im Blut, wenn Sie jetzt eine Infusion legen oder eine Kapsel schlucken. Da ist ein minimaler Teil im Blut, wenn es sich um eine chronische Schwermetallbelastung handelt. Die akute, die finden Sie im Blut. Aber irgendwann verräumt der Körper das sozusagen in den Zwischenzellraum und dort müssen wir es lösen. Und die Testsubstanz geht nun mal zuerst ins Blut, macht erst das Blut sauber und geht dann immer tiefer, tiefer rein. Und wir sehen letzten Endes erst dann in der Kontrolle, was ist denn eigentlich jetzt noch geblieben nach einigen Ausleitungen und in welche Richtung muss man weitergehen. Wenn Sie das Thema mehr interessiert, es gibt einen kostenlosen Minikurs zum Thema Schwermetallausleitung von mir. Es gibt auch einen großen Schwermetallausleitungskurs, wo alles eins zu eins drinsteht, wie man vorgeht, welche Substanzen geeignet sind, wie man es mit dem Arzt, mit dem Heilpraktiker ausleiten kann, wie man alleine anfangen kann und was sinnvoll anfangen kann und ja, letzten Endes so können Sie sich dann weiter durchhangeln durch dieses spannende und tolle Thema Schwermetalle. Ich habe es schon oft gesagt, Schwermetalle sind eine Regulationsblockade, sprich sehr, sehr viele Stoffwechselprozesse können von Schwermetallen blockiert sein und das kann eben ganz, ganz massiven Auslöser sein, ganz massiver Auslöser für weitere Krankheitsbeschwerden und Sie versuchen irgendwie die anderen Krankheitsbeschwerden zu therapieren,
Aber kaum nehmen Sie die Schwermetallbelastung raus aus dem Körper oder nur senken das nur ein bisschen, plötzlich gehen die Schleusentore sozusagen auf und die anderen Therapien funktionieren plötzlich und der Mensch fühlt sich viel besser. Man muss es nur richtig machen, sonst kann man auch natürlich negative Wirkungen hervorrufen, aber das erfahren Sie dann in den anderen Videos.